Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Freitag, dem 14. Juni 2019. Heutiger Wochenabschluss negativ ausgefallen, der Leitindex verlor 0,6%, aber dennoch auf Wochensicht verblieb ein positives Ergebnis, nämlich ein Kursgewinn in Höhe von 0,4% und auch nicht der Riesenkurssprung, aber angesichts der aktuellen politischen Lagen ist das durchaus auch ein recht positives Ergebnis. Aber lassen Sie mich zu Beginn dieser Ausgabe einen kurzen Rückblick eben auf meinen letzten Rückblick werfen. Denn dort betonte ich, ich hatte dem DAX zugetraut, eben einen möglichen Pullback-Versuch mit einem kleinen Täuschungsmanöver zu starten, betonte stets, dass eben Kurse in die Region von 12.260 Punkten mögliche Endziele sein könnten für eine Kurserholung. 12.227 sind es geworden. Danach sah man eine Konsolidierung. Man sah also hier eben den Pullback-Versuch zweimal gescheitert. Dann ist man ein wenig abgerutscht. De facto muss man allerdings auch hier sagen, noch eben ist das hier nur eine reine Konsolidierung. Aber, und jetzt kommen wir eben auf die nächste Börsenwoche zu sprechen, dort steht der große Hexensabbat bevor. Also Volatilität ist mit Sicherheit nächste Woche garantiert. Vielleicht sehen wir nochmals den Angriff in Richtung des Aufwärtstrends, des sogenannten Pullback. Und man muss sich auch hier vor Augen führen, dass natürlich mit jedem Handelstag nun der Aufwärtstrend ansteigt und wir nächste Woche schon deutlich über 12.300 Punkte hier notieren werden. Das heißt, das dürfte also schwierig werden für den deutschen Leitindex, hier wieder diesen Aufwärtstrend aufzunehmen. Neukauf- bzw. Verkaufssignale, um die es nun geht, resultieren meiner Meinung nach erst unterhalb 12.040, 12.010 Punkten. Das würde das Bild des Leitindex wieder eintrüben und könnte tatsächlich dann zu einem Test der 100-Tage-Linie führen. Wir blicken auf die Deutsche Bank-Aktie als Aktie des Tages. Was soll ich anderes sagen, als vor 8 Jahren hatte ich schon vor Bankaktien gewarnt, dieses eigentlich Jahr für Jahr oder nahezu halbjährlich betont und immer wieder auch von einstelligen Kurszielen gesprochen. Bei der COBA war es der Fall, erfolgreich. Bei der Deutschen Bank war es der Fall, ebenso erfolgreich. Und weiterhin heißt es auch für mich, dass solche Titel noch immer nicht attraktiv sind. Natürlich, so langsam sind wir in einem Bereich angelangt, wo man natürlich sagen kann, man kann sich hier spekulative Positionen ins Depot legen. Allerdings auch dann meiner Meinung nach nur mit einem kleinen prozentualen Anteil, denn das ist wirklich ein wahrhaftiger Zock und nicht mehr. Und man darf auch nicht vergessen, wer vor 8 Jahren beispielsweise, als ich schon vor den Investments in Bankaktien gewarnt hatte, bei der COBA, also bei der Deutschen Bank und beispielsweise der Deutschen Bank, ja, hätte dies eben jemand dann in 2008 getan, würde er heute hier einen Abschlag von über 80% haben. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Nicht alles, was im DAX 30 Segment ist, ist also hier ein glorreiches Investment und muss zum langfristigen Erfolg führen. Nein, denn Sie sehen es ja sehr schön, die Deutsche Bankaktie notierte noch hier Mitte 2007 noch bei über 100 Euro. Ja, und davon ist in der Tat nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Also wenn überhaupt, nur eine Zockerposition. Aber meiner Meinung nach ist das hier eben noch immer kein attraktiver Punkt, um eine Deutsche Bankaktie zu kaufen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser Börsenwoche. Wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montagmorgen wieder einschalten. Dann natürlich mit dem Blick auf die Wall Street.